Stardew Valley ist ein Spiel mit einem sehr komischen Spektrum der Spielweisen. Man kann es als die gechillte Farmlebenssimulation spielen, die es nach außen hin sein will. Oder man kann das Spiel zur Hölle und zurück optimieren. Ich bin wohl irgendwo in der Mitte. Ich bin definitiv niemand, der in 2 Jahren Perfektion erreicht, aber ich habe aus meinem ersten Playthrough vor einigen Jahren viel gelernt. Aber das war noch vor dem Release des 1.5 Updates. Ich habe noch nie offiziell Perfektion erreicht und das möchte ich nun ändern. Mal sehen, wie das läuft. Nach dem Intro sehen wir schnell die 15 Pastinaken, die uns gegeben werden. Viel mehr können wir an Tag 1 leider noch nicht machen. Die Mine öffnet sich erst an Tag 5 und angeln können wir erst, wenn Willy am zweiten Tag zurückkommt und uns unsere erste Angel schenkt. Aber wir können zumindest versuchen, einen kleinen Teil unserer verwilderten Farm aufzuräumen. Hier werden wir aber natürlich durch unsere geringen Energiereserven beschränkt. Ich nehme mir auch vor, alle Geburtstage der Bewohner mitzunehmen, oft vergesse ich sie aber dann doch oder finde kein passendes Geschenk, das ich an diesem Punkt im Spiel schon besorgen kann. Die 500 Gold, mit denen wir starten, investiere ich in einige Pflanzen fürs Community Center und in einige Kartoffeln. Ansonsten versuche ich schon mal, möglichst viele der Charaktere anzusprechen, um die dazugehörige Quest möglichst bald abhaken zu können. Mein erstes Ziel ist es, bis zum Eierfest 10.000 Gold zu besitzen, um dieses dann in 100 Erdbeeren investieren zu können. Nachdem wir am zweiten Tag unsere Angeln erhalten, verbringen wir die nächsten paar Tage daher weitgehend mit Angeln und investieren den Erlös der ersten Tage in das erste Rucksack-Upgrade. Ich hatte ganz vergessen, wie klein die Angelleiste am Anfang ist. An Tag 5 investieren wir den Rest des Angelerlöses und den Ertrag der Starter-Pastinaken in weitere Pastinaken und Kartoffeln, die bis zum Eierfest fertig sein werden. Mir war an diesem Punkt aber wichtig, vielleicht zu wichtig, die 5 Pastinaken mit goldenem Stern zu kriegen, weshalb ich nicht mehr Kartoffeln besorgen konnte. Zur Mine kommen wir leider erst am Abend, nach der Cutscene verbringen wir den restlichen Tag also erstmal mit Angeln. Tag 6 öffnet endlich das Community Center für uns, allerdings können wir noch nichts damit anfangen. Einen Salat später wagen wir uns das erste Mal in die Mine, denn neben den 10.000 Gold für die Erdbeeren möchte ich nach Möglichkeit auch unsere Gießkanne möglichst bald verbessern, damit nicht ein großer Teil unserer Energie fürs Gießen der Pflanzen drauf geht. Trotz eher dürftiger Energiereserven schaffen wir es immerhin bis Ebene 8. Einen Drogentrip später verstehen wir auch die Sprache der Junimos und können anfangen, die Bundles abzuarbeiten, um die Stadt wieder in Schuss zu bringen. Tag 9 lässt uns die Pastinaken von Tag 5 ernten, eine goldene Pastinake bleibt unser Spiel frustrierenderweise aber schuldig. Allerdings bringt uns der Verkauf vom Rest unserem Ziel ein gutes Stück näher. Nach mehreren Angeltagen haben wir für das Eierfest stolze 9.000 Gold. Immerhin fast am Ziel. Wusstet ihr eigentlich, dass man statt des Strohhuts 1.000 Gold kriegt, wenn man das Eierfest ein zweites Mal gewinnt? Man würde meinen, dieses Geld wäre im ersten Jahr viel wichtiger. Naja, dann sind es doch nur 90 Erdbeeren. Dumm nur, dass wir nun mangels Geld auch nicht den nächsten Regentag nutzen können, um unsere Gießkanne aufzuwerten. Und das Gießen erfordert nun leider den Löwenanteil unserer Energie. In der nächsten Zeit fahren wir also zweigleisig. Zum einen wollen wir genug Geld beiseite legen, um beim nächsten Regentag die Gießkanne bei Clint abgeben zu können. Zum anderen will ich in die Eisengebiete der Mine vordringen, um später die besseren Sprinkler bauen zu können. Mit den Vierer-Dingern befasse ich mich gar nicht erst. In dieser Zeit installierte ich auch eine Mod, die es uns ermöglicht, NPCs auf der Karte zu finden, sodass Nachschlagen ihrer Tagesabläufe im Wiki gänzlich wegfällt. An Tag 22 dürfen wir endlich die erste von 2 Erdbeerernten einfahren. Einen Regentag ist unser Spiel aber leider schuldig geblieben. Die goldenen Erdbeeren behalten wir als Geschenke für Demetrius und Maru, ein paar normale behalten wir für Samen, damit ich später im Gewächshaus ein paar für den nächsten Frühling züchten kann und der Rest wird gewinnbringend vertickt. Die Ernte bringt uns auch auf Farming Level 5. Am nächsten Tag bekommen wir Glattbesuch von Demetrius, von dem wir uns unsere Höhle zu einer Batcave umrüsten lassen. Also Fruchtfledermäuse, leider keine Bruce Wayne Cave. Das macht es uns wesentlich leichter, einige Items für das Community Center zu bekommen, ohne dass wir schon früh in Fruchtbäume investieren müssen. Da wir bisher immer noch keinen Regentag hatten, entscheide ich mich, das Risiko einzugehen und meine Spitzhacke auf Kupfer aufzuwerten. Den nächsten Tag verbringen wir also mit Aufräumen auf der Farm statt in der Mine. Hier entdecke ich auch den Nutzen von Feldsnacks. An Tag 26 fahren wir dann die zweite Erdbeerernte ein. Da diese Pflanzen kein weiteres Mal tragen werden, können wir in Ermangelung von Regentagen vorher nun endlich unsere Gießkanne abgeben, damit wir zumindest mit einer Kupferkanne in den Sommer starten können. Die letzte goldene Pastinake bekommen wir dabei auch und wir erreichen Farming Level 6, sodass wir unser Feld ab Sommer darauf auslegen können, Sprinkler einzufügen. Im Sommer investieren wir unseren Erdbeererlös erstmal in Blaubeeren. Die goldene Melone holen wir erst in der zweiten Hälfte, Blaubeeren sind in der ersten Hälfte einfach lukrativer. Ich hätte aber vielleicht etwas Geld für ein weiteres Gießkannen-Upgrade übrig lassen sollen. Passt aber am Ende doch alles, sodass wir, als an Tag 6 ein Sturm angekündigt wird, das Upgrade zur Eisengießkanne in Auftrag geben können. Ein weiteres Anliegen meinerseits ist es, die Minecarts reparieren zu lassen. Wir schaffen es zwar noch am gleichen Tag auf Ebene 80 der Mine, aber einen Feuerquarz konnten wir leider nicht mehr sichern. Immerhin erreichen wir bei Mining Level 5, sodass wir nun mehr Erz bekommen. Den Feuerquarz holen wir am nächsten Tag nach, aber hier stoßen wir auch erstmal auf eine Wand, denn bisher hatten wir ziemlich wenig Glück, was Waffen angeht. Die Gegner ab Ebene 80 sind also erstmal zu stark für uns. Aber wir kommen nun zumindest gut an Gold ran. An diesem Tag vollenden wir den ersten Raum im Community Center, sodass die Minecarts nun unsere Reisezeiten deutlich verkürzen.
Tag 8 gibt uns nicht nur die Eisengießkanne, sondern auch unsere ersten Sprinkler, sodass unser tägliches Arbeitspensum ab jetzt regelmäßig sinkt. An diesem Tag finde ich auch eine Regenbogenmuschel, die ich aber dummerweise nicht behalte. Mir war leider nicht klar, dass wir sie noch für den zweiten Teil von Mr. Keys Quest gebraucht hätten. Bis Tag 11 haben wir den Großteil unseres Feldes mit Sprinklern abgedeckt. Wir steuern auch eine goldene Erdbeere zum Luau bei, um ein paar Beziehungspunkte mit der ganzen Stadt zu bekommen. An Tag 14 zahlt sich unsere Investition in Blaubeeren erstmalig aus. Den restlichen Tag verbringen wir damit, das Feld zu erweitern. Die resultierenden Stonks investieren wir am nächsten Tag direkt in jede Menge Melonensamen sowie das zweite Rucksack-Upgrade. Aber nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass wir langsam eine ordentliche Waffe brauchen, also verbringe ich Tag 17 damit, die Skelette in der Mine für ein Knochenschwert abzufarmen. Zum Glück erfolgreich. Für die Minen etablieren sich damit einige neue Ziele. Zum einen Level 100 und Level 120 für den Stardrop und den Schlüssel zur Skeletthöhle erreichen, zum anderen Staubgeister farmen, damit wir den Ring des Diebes bekommen können. An Tag 19 investieren wir die Stonks aus unserer zweiten Blaubeerernte in das erste Upgrade für unser Haus, damit wir die Fähigkeit bekommen zu kochen. Ist eh krass, dass wir umgerechnet 4 Monate ohne Küche gelebt haben. Schon hilfreich, wenn man nicht essen muss. Wir besuchen außerdem den geheimen Wald und holen uns den Fisch und den Farn von dort. Tag 21 war an sich kein besonderer Tag, endete aber damit, dass wir Level 100 der Minen erreichten, womit wir unseren ersten Stardrop erhielten. Am Tag darauf investieren wir dann in einen Hühnerstall, der auch bald von Hühnern bewohnt werden wird. Allerdings mache ich einen kritischen Fehler, denn am Ende werde ich nur braune Hühner besitzen und braune Hühner legen nur braune Eier. Fürs Community Center ist das leider ein Unterschied, sodass unser Fortschritt dort etwas verzögert wird. Nachdem wir nun unser ganzes Feld mit Sprinklern abgedeckt haben, bezahlen wir an Tag 23 die Junimos, damit sie den Bus reparieren. Rückwirkend betrachtet hätte ich das wohl noch aufschieben können, denn wir werden erst im Winter in die Wüste fahren. Das Kristallarium ist aber durchaus hilfreich. Am gleichen Tag erreichen wir außerdem noch den Boden der Mine und erhalten damit den Schlüssel für die Skeletthöhle. Allerdings fehlt uns noch eine prismatische Scherbe und ich möchte erst das Galaxieschwert haben, bevor wir uns in die Skeletthöhle wagen. Als sich der Sommer seinem Ende zuneigt, investieren wir den Erlös der letzten Blaubeerernte in eine Scheune. Am Tag darauf ernten wir unsere Melonen und beginnen die Mr. Key Quest, indem wir eine Batterie in den Tunnel bringen. An diesem Tag halten auch die vorhin erwähnten Hühner Einzug. Noch dazu erreichen wir Farming Level 10, womit unsere verarbeiteten Produkte 40% wertvoller werden. Neben der Arbeit mit Preiselbeeren habe ich für den Herbst das Ziel, meine Tierstelle auszubauen, um möglichst bald Zugang zu allen Tierprodukten zu haben. Außerdem bereite ich eine Ausstellung für das Volksfest vor. Zu diesem Zweck fangen wir auch unseren ersten legendären Fisch, den Angler. Mit dem Herbst haben wir auch das schwarze Brett für Spezialaufträge freigeschaltet. Unser erster solcher Auftrag kommt gerade vom Zauberer. Also verbringen wir Tag 4 bis 7 damit, so einen Regenbogenschleim zu jagen. Als Belohnung bekommen wir das Crafting-Rezept für Monstermoschus, was noch sehr hilfreich sein wird, wenn wir Monsterloot farmen wollen. Und den Vampirring halten wir auf dem Weg auch noch, wodurch wir nun in der Mine ohne Essen auskommen. An Tag 13 halten wir unser letztes Goldwerkzeug abgesehen von der Sense. Sogar unsere Mülltonne ist inzwischen vergoldet, weitere Upgrades gibt's also erst, wenn wir in die Skeletthülle gehen. Einen Tag darauf erhalten wir auch den Schlüssel zur Kanalisation, wir können uns also endlich mit Best Boy Krobus anfreunden. An Tag 16 folgt das Volksfest. Unsere Ausstellung gewinnt sogar, wodurch wir 1000 Star Tokens bekommen, die wir aber natürlich noch vermehren müssen. Natürlich weiß ich, dass die grüne Seite des Glücksrads eine höhere Gewinnchance einprogrammiert hat. Auch wenn man das in diesem Fall nicht glauben würde. Zum Glück gibt es ja noch die anderen Minispiele dort und danach wendet sich auch unser Glück. Am nächsten Tag erwische ich Mani glatt mal dabei, wie sie ihren Job macht, statt die Mikrowelle anzustarren und kaufe eine Ziege von ihr. Ich merke leider zu spät, dass es zu ziemlich verfluchten Situationen führt, wenn man die Tiere nach Undertale-Charakteren benennt. Tut mir leid. Um mich davon abzulenken, verbrachte ich den Rest des Tages in der Mine, um Staubgeister zu farmen. Die nächsten paar Tage verbringen wir ebenfalls in der Mine, was dazu führt, dass wir an Tag 21 endlich Mining Level 10 erreichen und unsere Metallbarren deutlich wertvoller werden. Am nächsten Tag nehmen wir einen Auftrag von Linus an, die Gewässer der Stadt zu säubern, indem wir Müll rausfischen. Das tun wir auch, indem wir Müll aus dem kleinen Tümpel auf meiner Farm, den sonst niemand nutzen darf, angeln. Dadurch freuen wir uns nicht nur mit Linus an, sondern bekommen auch ein Rezept für Fasersamen von ihm, die sich noch als nützlicher erweisen werden, als ich zunächst vermutet hatte. Und an Tag 24 erhalten wir endlich den Ring des Diebes. Am Tag darauf holen wir endlich Louis Unterhose und haken den legendären Kanalisationsfisch ab.
Der Herbst schließt mit dem Bau unseres ersten Schuppens, den ich später mit Fässern füllen werde. Im Winter versuchte ich so schnell wie möglich das Gewächshaus freizuschalten, um möglichst viele Erdbeersamen für den Frühling vorzubereiten. Da wir aber nur eine Art von Hühnern hatten, mussten wir warten, bis unsere Ziege uns eine große Milch gab. An Tag 2 konnten wir immerhin die Brückenreparatur freischalten. An Tag 7 gelang es uns, den Gletscherfisch an Land zu ziehen. 4 Tage später entdeckte ich die absurde Macht von Baumdünger. Ganz ehrlich, ich schmeiße nie wieder Fasern weg. Bei der Gelegenheit habe ich auch endlich die goldene Sense geholt. Und Tag 12 schenkte uns endlich die große Ziegenmilch, sodass wir beginnen konnten, Erdbeeren im Gewächshaus zu ziehen. Neben Erdbeeren erwarben wir auch einen permanenten Glücksbonus mit unserer ersten Hasenpfote und investierten in einige Obstbäume, denn bis zu 12 können auf den Randfeldern des Gewächshauses verteilt werden, wo sie dann das ganze Jahr hinweg Früchte tragen. Leider ließ aber die prismatische Scherbe noch auf sich warten, also investierte ich das Geld in die nächstbeste Alternative, um endlich in die Skeletthöhle zu können. Einmal dürft ihr raten, was uns direkt zu Beginn unseres vierten Ausflugs dorthin in die Hände fiel. Ich hätte noch ins Gewächshaus gucken müssen. Wait. Everybody stay calm. Galaxieschwert. Das war auf jeden Fall ein besseres Weihnachtsgeschenk als das, was uns beim eigentlichen Fest gegeben wurde. Noch am gleichen Tag schafften wir es fast auf Ebene 100 der Skeletthöhle. Die Iridium-Schlangenmilch blieb uns dieses Jahr aber noch verwehrt. Im zweiten Jahr möchte ich gezielt die übrigen Fische fangen, allein schon um endlich das Community Center fertig zu kriegen, was uns in diesem Jahr noch nicht gelungen ist. Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass ich wieder Zeit finde zu streamen. Ehrlich gesagt hängt es aber auch von der Resonanz zu diesem Video ab, ob ich die weiteren Jahre wieder so zusammenfassen werde. Für dieses Video musste ich über 35 Stunden Videomaterial durchgehen, die fast 1,5 Terabyte auf meiner Festplatte belegt haben. Auch wenn das Speicherplatzproblem lösbar ist, das Zeitproblem ist es nicht. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, werft bitte mal einen Blick auf den übrigen Kanal, sowie den dazugehörigen VOD-Kanal, wo ihr auf jeden Fall die Stream-Aufzeichnungen finden werdet. Vielleicht sehen wir uns dann im zweiten Jahr wieder.